Adi Schatz, alles Gute! So, der Ramses hat heute nämlich ein Unboxing gemacht, ein Unboxing, und jetzt steht hier alles voll und da freut sich die Katze und da ist noch Zeug drin und da ist noch Jonas dran und Pupsi ist gerade auf dem Klo und dann wollen wir los zum Mega Latias Latios Community Raid und das wird so hart und so brutal und ihr habt gesagt, ihr wollt lieber Community Raid mit Latias Latios statt Raider Mittwoch. Aber ich habe trotzdem alles gemacht. Raider Mittwoch am Donnerstag und Latias und Latios Freitag, Samstag. Also der Ramses, der nimmt immer alles mit. Auch den Jonas. Komm schnell. Hui. So, jetzt sind wir hier angekommen. Am Rewe, beim Rewe Parkplatz. Da ist der Rewe, das Rewe Sender. Da steht ein auffälliges Auto. Das ist mein neues, ne? Hier ist die Arena. Das ist hier das... Die Arena auf jeden Fall. Da ist Pupsi drin. Da sieht man vielleicht die Handys. Ach komm, ich zeig dir jetzt mal. So musst du Mega Latias raiden. Oder Latios, wie auch immer. 4 Handys am Start. Danke Pupsi für die Arbeit. Ein Handy hier. 10 Leute haben sich eingetragen. 10 Leute wollen eingeladen werden. Wir wissen immer noch nicht, was es ist. Ist es Mega Latias? Ist es Mega Latios? Ach Mann, deine Klinge hier ist hinten gewesen. So, 100-mal die Tür zu. Ihr seht, die Tür ist gespannt, der Ramses ist gespannt, alle sind gespannt. Es ist noch 47 Sekunden, bis das Ding aufgeht. Ich habe mich jetzt mal reingesetzt. Ich zeige euch mal kurz den Community-Tab. Wir wissen nicht, ist es Latias? Wir wissen nicht, ist es Latios? An sich ist es eigentlich egal, weil man könnte bei beiden sowieso dieselben Sachen nehmen. Das eine ist halt stärker, das andere ist schwächer. Das eine, das blaue, das erreicht mehr WP, das hat nämlich mehr Angriff. Das ist also nützlicher, wenn ihr damit kämpft. Das andere, das ist nicht so nützlich, das erreicht nicht so viele WP. Das hat aber mehr Verteidigung, das ist viel schwerer zu besiegen. Und das andere ist leichter zu besiegen, aber nützlicher. Ist ja wie bei Rayquaza. Rayquaza ist mega nützlich, aber hat ganz wenig Verteidigung. Hier ist Mega Latias, hier ist Mega Latios. Das sind unterschiedliche WP. 2006, 2507, 2178, 2723. Da merkt ihr schon einen Unterschied. Am besten nehmt ihr Drachen gegen Drachen oder ihr nehmt vielleicht sogar Unlicht gegen Psycho, denn beide sind vom Typ Drachen und Psycho einmal hier, einmal da. Ansonsten gibt es auch Käfer, es gibt Drache, es gibt Fee, es gibt Geist, es gibt Eis, es gibt Unlicht, genau. Jetzt muss ich noch mal gucken. Das Ding ist bestimmt gleich auf. Ich sage euch gleich, wen wir einladen. Ich muss jetzt erstmal drauf. Ich muss jetzt, wenn er auf ist, ich muss erstmal drauf. Ich hätte noch in Telegram zeigen können, wer sich eingetragen hat. Wir haben jetzt Latias. Wir gehen öffentlich rein. Wir werden jetzt 10 Leute einladen. Dann noch eine kleine Geschichte dazu. Wir haben jetzt hier Skinny, Babouillère, Borki, T-Tomic, Explorer. Das sind 5. Normal hat sich die Shenaya eingetragen. Dann waren wir 10 Leute. Dann hat Skinny gesagt, oh, er ist zu spät, verdammt. Dann hat die Shenaya den Platz geräumt, hat gesagt, okay, sie steigt aus, weil sie kann auch so vielleicht noch einen Raid machen oder mit mir interagieren über PvP. Machen wir abends meistens. Und dann ist Shenaya jetzt raus, damit der Skinny den Platz hat und mitmachen kann. Wenn ich nochmal einladen kann, lade ich noch die restlichen 5 ein für diesen Raid. Es geht wirklich um die Wurst. Das Ding ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und ich weiß jetzt gerade noch nicht mal, ob das der schwere ist oder ob das der leichte ist. So, Moment. Matze, Ivar Schaf, Grieper, Kaiser Kai und Cutter. Kurz überlegen. Latias war blau. Latios war rot. Oder es war genau andersrum. Dann müsste, wenn das Latias ist, das der blaue sein, der also mehr Angriff hat und dadurch irgendwie leichter zu besiegen ist. Latias, genau, das ist der blaue, der kommt auf 2006 oder 2507 Empfangbild. Das heißt, der fette, brutale Latios, den muss ich dann morgen machen. Ansonsten habe ich das alles wieder in die Raid-Gruppe gepostet. Ansonsten wollte ich ja eigentlich mit Ed Wirbler kämpfen. Ich brauche hier eine Despoter-Armee, die alle Wirbler können, weil das ist jetzt meine Unlichtarmee.
Sechser-Team Despo da. Mit Biss und Würbler. Mit Biss-Knirscher oder Biss-Würbler. Würbler nochmal besser. Das ist meine Armee, die ich brauche für diesen Raid, weil ich Unlicht gegen Psycho kämpfen möchte. Ich habe eh keine Drachen. Und Drachen, die fallen auch so schnell um. Die machen vielleicht mehr Schaden, aber die fallen so schnell um. Ich versuche es jetzt einfach mit meiner Despo-da-Würbler-Armee. Wir knallen jetzt hier drauf. Das dürfte jetzt kein Problem sein. Das sind 10 Eingeladene, 4 vor Ort. 14, dann aber nochmal 3 vor Ort. Wären 15, 16, 17? 17 sind alle drin. Ist jeder von den Eingeladenen auch da? Wahrscheinlich nicht. Wir sind jetzt 15 Mann. Vielleicht ist es auch perfekt. Ich kann ja nachher, wenn wir fertig sind und ich gefangen habe, ich könnte einfach dann in meine Freundschaftsliste, könnte nochmal meinen abgespeicherten Suchbegriff mit den Leuten eingeben. Und dann sehe ich ja, bei wem blau interagiert ist im Hintergrund und bei wem nicht. Dann weiß ich schon direkt auch, wer gefehlt hat und wer drin war. Ja, auf dem Main-Account, damals war das richtig cool. Ich habe 200er gehabt, also vom Blauen und vom Roten. Als die dann in die Mega-Raids kamen, habe ich das genutzt, um XL-Bonbons zu sammeln. Ich habe 100 Raids gemacht von jedem, um die XL voll zu haben, um die auf Level 50 zu pushen. Bei den 100 Raids habe ich so viel Energie bekommen, dass ich bei jedem 9999 Mega-Energie hatte. Hier ist jetzt neu. Ich würde von jedem eigentlich nur einen Raid machen, damit ich den Pokédex-Eintrag habe, aber ich muss jedes auch einmal mega entwickeln. Und zum mega entwickeln brauchst du entweder 2 oder sogar 3 Raids oder 4. Müssen wir gucken. Ich glaube, du brauchst normal ja 200, bei manchen 300. Hier, der braucht, glaube ich, sogar 400, weil es ja eben ein mega legendärer ist. Wir haben den jetzt in 100 Sekunden besiegt, das ist gut. Hinten ist hier noch Typ Fee. Florges, oder wie das heißt, sind jetzt hier durch. Jetzt ist der doch rot. Will der mich denn das ist gar nicht der Blaue, das ist der Rote. Das heißt, wir haben den bösen, brutalen besiegt. Das heißt, Latios, wo O drin ist, wo du denkst, das ist rot, ist blau. Und Latias, was blau ist mit A, ist aber rot. Blickt ihr da noch durch? Die sehen halt genau gleich aus. Ich bin schlau. Wir haben 200 Mega-Energie bekommen. 1969, jetzt gucke ich kurz hier rein. Das ist. Ja, klar ist das der Rote. Hä? Ach so, das Rote ist gar nicht die Verteidigung, das Rote ist der Angriff. Also klar war Latias der mit viel Verteidigung. 297 und der hat 241, der hat aber viel mehr Attacken. So, der muss auf 2000. Toll, der muss auf 2006 kommen. Ich guck mal kurz hier. Oh. Muss mal kurz hier zeigen. Das ist unglaublich. Pupsi hat immer Glück. Das heißt, ich reiß wieder die Tür auf, mach wieder den Hänger hinten kaputt. 2006 ist das 100er. Wir haben 1963, wir haben 1974, wir haben 1955 und wir haben Shiny. Den darf ich doch bestimmt jetzt fangen. Da kannst du einfach den Ball drauf werfen und dann ist das drin. Und ich sehe, das ist sogar dein Handy, das ist sogar dein Account. Das heißt, du hast ihn dir verdient für die heftige Arbeit. Und wir haben sogar den fetten Brutalen, der so schwer ist, heute schon besiegt. Das heißt, morgen kommt dann der Leichte dazu. So, ich mach's Loch wieder zu. Bam, 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 bam. Jetzt müssen wir noch kurz fangen. Diese scheiß Viecher, ey, die machen meinen ganzen Uploadplan durcheinander. Und dann im Februar, die eine Woche, wird auch richtig krank, weil gefühlt jeden Tag ja ein anderer da ist. Und ich müsste jeden Tag einen Community-Raid machen. Das heißt, alle anderen Formate liegen auf Eis, weil du jeden Tag einen Community-Raid hast. Dann mit Darkrai, mit Giratina, mit Heatran, mit Cresselia, mit dem Seen-Trio. Das Seen-Trio wird richtig brutal, weil ich habe nur einen Tag Zeit, um alle drei zu kriegen. Tobutz und Selfe müsste ich mich wieder einladen lassen. Vesprit können wir vor Ort so machen. Ich weiß nicht, vielleicht packe ich alle drei in ein Video, weil drei extra Videos, fehlt mir wieder die Zeit. Ich habe keine drei Tage, an denen ich die drei Videos raushauen kann, also müsste ich eigentlich alle drei in ein Video machen. Vielleicht vor unserem Raid lasse ich mich schon mal zu Selfe einladen, dann nehme ich unseren Raid auf und nach unserem Raid versuche ich in ein Tobutz geladen zu werden, sodass ich dann alle drei Pokédex-Einträge in einem Video habe. Jetzt sollte ich aber mal aufhören zu labern, denn es ist wichtig, dass ich das Ding fange. Das ist Pokédex-Eintrag, ich muss den fangen. Wenn nicht, tausche ich mir den einfach rüber. Das kann man auch machen.
So, wir stellen mal den Kreis ein. Kreis ist eingestellt, er ist jetzt runtergekommen. Wir müssen jetzt, wenn er angreift, dann draufwerfen und hoffen, dass er drin bleibt. Aber ich sag's euch, wie es ist. Wenn der jetzt abhaut, dann ist egal, dann tausche ich mir einfach von einem kleinen Account ein rotes Flugzeug rüber, weil der zählt ja jetzt eh schon für die Raid-Medaille, dass ich verschiedene Pokémon geradet habe. Und dann hole ich mir den halt durch einen Tausch, aber muss ich gar nicht. Weil der ist jetzt drin geblieben, jetzt können wir den noch kurz bewerten. Okay, 3 Sterne immerhin. 13, 15, 11. Ich habe 200 bekommen. Und bei 300 kannst du den Mega entwickeln. Das heißt, ich werde heute irgendwie für mich nochmal versuchen, einen zweiten zu machen. Ganz chillig. Und oder halt mit Hilfe der Raid-Gruppe, je nachdem. Da habe ich aber dann nur 2 statt 4 Accounts. Mal gucken, wenn das noch passt, wenn da genügend Leute sind, vielleicht versuche ich einen zweiten in der Raid-Gruppe zu machen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt ihr schon einen Schein? Habt ihr ein gutes? Habt ihr einen 100er? Für mich eigentlich ein Raid, ein Pass, fertig und dann andere Sachen, weil das ist Free-to-Play. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, ich bin nochmal kurz zurück. Ich möchte nochmal vielen recht herzlichen Dank sagen an die Leute aus der Raid-Gruppe, wirklich aus der Community, an alles. Ich habe schon gedacht hier, das wird einfach nichts, das ist einfach viel zu brutal. Ich habe damals gesehen, bei Raids für Zuschauer, wenn du da 10 Leute zu einem Raid einlädst, die 10 Leute, die schaffen das einfach nicht. Die haben keine Chance, das ist viel zu brutal. Deswegen habe ich da extra 4 Accounts heute mitgenommen. Pupsi war der 5. Dann habe ich es ja in die Raid-Gruppe gepostet. Da haben sich etliche Leute eingetragen. Das fand ich richtig gut, das fand ich richtig stark. Ich möchte es nochmal kurz hier zeigen. Also, Grüße gehen raus an Babo Year, Kaiser Kai, Cutter, Explorer, Borki, Eiverschaf, T-Tommy, Creeper, Matzenotlan und Genaya. Das war der erste, aber weil ich ja noch einen zweiten gebraucht habe, um den Mega zu entwickeln, habe ich noch einen zweiten dann gehabt beim Formularfischer, auch am selben Tag. Da haben sich auch wieder die Leute eingetragen. Die Liste wurde auch wieder voll. Also danke dafür an Old Big King, an Julia, an Fabi Bob, an Arena Leiter, Ivar Schaf, X-I'm on Fire, Creeper, Matze Notland, Genaya und Shaggy. Ihr seid schuld, ihr, euch sei Dank, dass ich jetzt ein Mega Latias entwickeln kann für dieses Video. Das sind die 2 also, die ich gemacht habe. Ich kann sie kurz nochmal bewerten. Der hat 3 Sterne gefangen in Meiningen, der hat 2 Sterne. Keine Ahnung, warum der Ott jetzt schon wieder gehangen hat. Also 2 Sterne, 3 Sterne. Wir werden den jetzt einfach nehmen, werden die Mega-Entwicklung durchführen. Der ist frisch auf Level 20, so direkt aus dem Raid gefangen. Das ist ein Unterschied, das ist eine Umgewöhnung. Auf dem Main-Account damals 100% auf Level 50 gehabt. Hier hast du irgendwas im 80er-Bereich auf Level 20, entwickelst das Mega, hast 2699. Das sieht aus wie ein Witz, ist für mich aber trotzdem für die Mega-Medaille, dass man die verschiedenen Mega-Entwicklungen mal durchgeführt hat. Und ab und zu kann ich den ja trotzdem entwickeln, wenn er kostenlos entwickeln geht, dass ich den Mega-Level pushen kann, damit ich den vielleicht auch mal einsetze, dann um wilde Pokémon zu boosten. So, das ist der einzige Sinn und Zweck, den für mich die meisten Mega-Entwicklungen jetzt noch haben. Kaum zum Kämpfen, kaum für irgendwas. So sieht er aus. Morgen wollen wir das Ganze natürlich dann mit Mega Latios machen. Also der blaue, der viel Angriff hat, aber wenig Verteidigung, der aber viel nützlicher ist und viel krasser. Guckt es euch an. Das ist es jetzt, meine 2 Latias. 1 Mega-Entwicklung, das andere nicht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Guck mal, Adi macht das nochmal. Der Adi hat gerade seinen Fuß geschleckt, weil der ist schon wieder so im Halbschlaf. Ja, guck jetzt. Oh, guck dir den Fuß an. Das ist das Fußende vom Video. Mit dem Fuß. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Adi-Schatz. Und danke für die Hilfe, danke an die Community. Es hat wieder mal richtig Spaß gemacht.